This is the No Weather All Hazards Radio, KZZ 21, broadcasting on a frequency of 162.450 MHz in Rose Barracks, in Vilseck, Bavaria, Germany, originating from the National Weather Service in Ansbach Erlers. For other weather information, in both English and German, visit weather.gov. The local time in the country of Germany is currently 5:36 a.m. Central European Summer Time. Here is the forecast for Vilseck and surrounding areas, including Rose Barracks. Today, partly cloudy. Highs in the mid-60s in Fahrenheit, upper teens in Celsius. Southwest winds 10 to 15 miles an hour, or 16 to 24 kilometers an hour. Tonight, partly cloudy in the evening, then increasing clouds overnight. Lows in the lower to mid-50s in Fahrenheit, lower teens in Celsius. West winds 10 to 15 miles an hour, or 16 to 24 kilometers an hour. Sunday, cloudy. Highs in the upper 50s in Fahrenheit, lower to mid-teens in Celsius. Northwest winds 5 to 10 miles an hour, or 8 to 16 kilometers an hour. Sunday night, mostly cloudy. Lows in the mid-40s in Fahrenheit, upper single digits in Celsius. Variable winds light. Monday, cloudy. Highs in the upper 60s in Fahrenheit, upper teens to around 20 in Celsius. Southwest winds 5 to 10 miles an hour, or 8 to 16 kilometers an hour. Monday night, cloudy. Lows around 50 in Fahrenheit, around 10 in Celsius. Tuesday, mostly cloudy. Highs in the mid to upper 60s in Fahrenheit, upper teens in Celsius. Tuesday night, partly cloudy. Lows in the upper 40s in Fahrenheit, upper single digits in Celsius. Wednesday, partly cloudy. Highs in the lower 70s in Fahrenheit, lower 20s in Celsius. Wednesday night, partly cloudy in the evening, then increasing clouds overnight. Lows in the lower to mid-50s in Fahrenheit, lower teens in Celsius. Thursday, showers. Highs in the lower 60s in Fahrenheit, mid to upper teens in Celsius. Chance of rain 70%. Thursday night, showers. Lows in the mid-40s in Fahrenheit, upper single digits in Celsius. Chance of rain 70%. Friday, showers. Highs in the upper 60s in Fahrenheit, upper teens to around 20 in Celsius. Chance of rain 70%. Friday night, showers. Lows in the lower 50s in Fahrenheit, lower teens in Celsius. Chance of rain 70%. These were the conditions as of 5 a.m. At Vilseck, it was clear. Temperature was 43, dew point was 42, with a relative humidity of 95%. Wind was northeast, at 2 miles an hour, or 3 kilometers an hour. Pressure was 30.25 inches, or 76.84 centimeters, and falling. At Grafenwehr, it was clear. Temperature was 40, dew point was 40, with a relative humidity of 100%. Wind was northwest, at 2 miles an hour, or 3 kilometers an hour. Pressure was 30.24 inches, or 76.81 centimeters, and falling. At Amberg, it was partly cloudy. Temperature was 43, dew point was 42, with a relative humidity of 98%. Wind was northwest, at 3 miles an hour, or 5 kilometers an hour. Pressure was 30.25 inches, or 76.84 centimeters, and falling. At Weiden in Der Oberpfalz, it was mostly cloudy. Temperature was 44, dew point was 43, with a relative humidity of 95%. Wind was north, at 4 miles an hour, or 6 kilometers an hour. Pressure was 30.25 inches, or 76.84 centimeters, and falling. At Sulzbach-Rosenberg, it was clear. Temperature was 45, dew point was 42, with a relative humidity of 90%. Wind was northeast, at 4 miles an hour, or 6 kilometers an hour.
pressure was 30.25 inches or 76.84 centimeters and falling. At Windischeschenbach, it was partly cloudy. Temperature was 43, dew point was 43, with a relative humidity of 99%. Wind was north, at 5 miles an hour, or 8 kilometers an hour. Pressure was 30.24 inches, or 76.81 centimeters, and falling. At Rieden, it was fair. Temperature was 43, dew point was 42, with a relative humidity of 97%. Wind was northwest, at 2 miles an hour, or 3 kilometers an hour. Pressure was 30.26 inches, or 76.86 centimeters, and falling. For the West Metro, Nuremberg was clear, 45, with a northwest wind of 5 miles an hour, or 8 kilometers an hour. Ansbach was partly cloudy, 45, with a northeast wind of 6 miles an hour, or 10 kilometers an hour. Ilsheim was fair, 46, with a northeast wind of 8 miles an hour, or 13 kilometers an hour. Gunzenhausen was partly cloudy, 45, with a north wind of 5 miles an hour, or 8 kilometers an hour. In Celsius conversions for temperatures, they have ranged between 4 to 8 degrees, with dew points between 4 to 6 degrees. Here is the sunrise and sunset information for Vilseck in Central European Summer Time on Saturday, October 7, 2023. The sunrise today, 7:21 a.m. The sunset tonight, 6:39 p.m. The sunrise tomorrow, October 8, 7:22 a.m. Here is the weather discussion for the Greater Nuremberg Metro Area. Cloudy conditions remain possible along with the chances for light showers Thursday and onward through the area. Dies ist das NOAA Wetter Allharz Radio KZZ 21, das auf einer Frequenz von 162.450 MHz in Rosebarracks in Vilseck, Bayern, Deutschland sendet und vom Nationalen Wetterdienst in Ansbach-Urlass stammt. Weitere Wetterinformationen auf Englisch und Deutsch finden Sie unter wetter.gov. Die Ortszeit in Deutschland ist derzeit 5.43 Uhr mitteleuropäische Sommerzeit. Hier ist die Wettervorhersage für Vilseck und Umgebung, einschließlich Rosebarracks. Heute teilweise bewölkt. Höchstwerte in der Mitte der 60er in Fahrenheit, obere 10er in Celsius. Südwestwinde mit einer Geschwindigkeit von 10 bis 15 Meilen pro Stunde oder 16 bis 24 Kilometern pro Stunde. Heute Nacht teilweise bewölkt am Abend, dann über Nacht zunehmende Wolken. Tiefstwerte im unteren bis mittleren 50er-Bereich in Fahrenheit, untere 10er-Werte in Celsius. Westwinde mit einer Geschwindigkeit von 10 bis 15 Meilen pro Stunde oder 16 bis 24 Kilometern pro Stunde. Sonntag, bewölkt. Höchstwerte liegen im oberen 50er-Bereich in Fahrenheit, im unteren bis mittleren 10er-Bereich in Celsius. Nordwestwinde mit einer Geschwindigkeit von 5 bis 10 Meilen pro Stunde oder 8 bis 16 Kilometern pro Stunde. Sonntagnacht, überwiegend bewölkt. Tiefstwerte in der Mitte der 40er in Fahrenheit, obere einstellige Werte in Celsius. Variable Winde leicht. Montag, bewölkt. Höchsttemperaturen liegen im oberen 60er-Bereich in Fahrenheit, im oberen 10er-Bereich bis etwa 20 in Celsius. Südwestwinde mit einer Geschwindigkeit von 5 bis 10 Meilen pro Stunde oder 8 bis 16 Kilometern pro Stunde. Montagnacht, bewölkt. Tiefsttemperaturen um die 50 in Fahrenheit, etwa 10 in Celsius. Dienstag, überwiegend bewölkt. Höchstwerte liegen im mittleren bis oberen 60er-Bereich in Fahrenheit, im oberen 10er-Bereich in Celsius. Dienstagnacht, teilweise bewölkt. Tiefstwerte im oberen 40er-Bereich in Fahrenheit, obere einstellige Werte in Celsius. Mittwoch, teilweise bewölkt. Höchstwerte liegen im unteren 70er-Bereich in Fahrenheit, im unteren 20er-Bereich in Celsius. Mittwochnacht, abends teilweise bewölkt. Über Nacht zunehmende Bewölkung. Tiefstwerte im unteren bis mittleren 50er-Bereich in Fahrenheit, untere 10er-Werte in Celsius. Donnerstag, Regenschauer.
Höchstwerte liegen im unteren 60er-Bereich in Fahrenheit, im mittleren bis oberen 10er-Bereich in Celsius. Regenwahrscheinlichkeit 70%. Donnerstagabend, Regenschauer. Tiefstwerte in der Mitte der 40er in Fahrenheit, obere einstellige Werte in Celsius. Regenwahrscheinlichkeit 70%. Freitag, Schauer. Höchsttemperaturen liegen im oberen 60er-Bereich in Fahrenheit, im oberen 10er-Bereich bis etwa 20 in Celsius. Regenwahrscheinlichkeit 70%. Freitagabend, Regenschauer. Tiefstwerte liegen im unteren 50er-Bereich in Fahrenheit, im unteren 10er-Bereich in Celsius. Regenwahrscheinlichkeit 70%. Dies waren die Bedingungen ab 5 Uhr morgens. Bei Physik war es klar. Die Temperatur betrug 43 Grad Celsius, der Taupunkt 42 Grad Celsius und die relative Luftfeuchtigkeit 95%. Der Wind wehte aus Nordost mit einer Geschwindigkeit von 2 Meilen pro Stunde oder 3 Kilometern pro Stunde. Der Druck betrug 30,25 Zoll oder 76,84 Zentimeter und fiel. In Grafensöhl war es klar. Die Temperatur betrug 40 Grad Celsius, der Taupunkt 40 Grad Celsius und die relative Luftfeuchtigkeit 100%. Der Wind wehte aus Nordwesten mit einer Geschwindigkeit von 2 Meilen pro Stunde oder 3 Kilometern pro Stunde. Der Druck betrug 30,24 Zoll oder 76,81 Zentimeter und fiel. Am Amberg war es teilweise bewölkt. Die Temperatur betrug 43 Grad Celsius, der Taupunkt 42 Grad Celsius und die relative Luftfeuchtigkeit 98%. Der Wind wehte aus Nordwesten mit einer Geschwindigkeit von 3 Meilen pro Stunde oder 5 Kilometern pro Stunde. Der Druck betrug 30,25 Zoll oder 76,84 Zentimeter und fiel. In Weiden in der Oberpfalz war es überwiegend bewölkt. Die Temperatur betrug 44 Grad Celsius, der Taupunkt 43 Grad Celsius und die relative Luftfeuchtigkeit 95%. Der Wind wehte aus Norden mit einer Geschwindigkeit von 4 Meilen pro Stunde oder 6 Kilometern pro Stunde. Der Druck betrug 30,25 Zoll oder 76,84 Zentimeter und fiel. Bei Sulzbach-Rosenburg war es klar. Die Temperatur betrug 45 Grad Celsius, der Taupunkt 42 Grad Celsius und die relative Luftfeuchtigkeit 90%. Der Wind wehte aus Nordost mit einer Geschwindigkeit von 4 Meilen pro Stunde oder 6 Kilometern pro Stunde. Der Druck betrug 30,25 Zoll oder 76,84 Zentimeter und fiel. Am Windisch Eschenbach war es teilweise bewölkt. Die Temperatur betrug 43 Grad Celsius, der Taupunkt 43 Grad Celsius und die relative Luftfeuchtigkeit 99%. Der Wind wehte aus Norden mit einer Geschwindigkeit von 5 Meilen pro Stunde oder 8 Kilometern pro Stunde. Der Druck betrug 30,24 Zoll oder 76,81 Zentimeter und fiel. In Rieden war es fair. Die Temperatur betrug 43 Grad Celsius, der Taupunkt 42 Grad Celsius und die relative Luftfeuchtigkeit 97%. Der Wind wehte aus Nordwesten mit einer Geschwindigkeit von 2 Meilen pro Stunde oder 3 Kilometern pro Stunde. Der Druck betrug 30,26 Zoll oder 76,86 Zentimeter und fiel. Für die westliche U-Bahn war Nürnberg klar, 45, mit einem Nordwestwind von 5 Meilen pro Stunde, also 8 Kilometern pro Stunde. In Ansbach war es teilweise bewölkt, 45 Grad. Mit einem Nordostwind von 6 Meilen pro Stunde oder 10 Kilometern pro Stunde. Ilsheim war mittelmäßig, 46, mit einem Nordostwind von 8 Meilen pro Stunde oder 13 Kilometern pro Stunde. In Gunzenhausen war es teilweise bewölkt, 45 Grad, und der Nordwind wehte mit 5 Meilen pro Stunde oder 8 Kilometern pro Stunde. In Celsius-Umrechnungen für Temperaturen lagen sie zwischen 4 und 8 Grad, mit Taupunkten zwischen 4 und 6 Grad.
Hier sind die Informationen zum Sonnenaufgang und Sonnenuntergang für Silvek in mitteleuropäischer Sommerzeit am Samstag, 7. Oktober 2023. Der Sonnenaufgang heute, 7.21 Uhr. Der Sonnenuntergang heute Abend, 18.39 Uhr. Der Sonnenaufgang morgen, 8. Oktober, 7.22 Uhr. Hier ist die Wetterdiskussion für den Großraum Nürnberg. Bewölkte Bedingungen sind weiterhin möglich, außerdem besteht die Möglichkeit leichter Schauer ab Donnerstag in der Gegend.